Ja! Wir haben ihn im Lauf getötet. Und das... Alter, alter Schwede. Wir sind einfach die Kings. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen. Ups, ich muss hier die Eingangslautstärke noch ein bisschen leiser machen, weil sonst kommt wieder so ein nerviges Piepen. Ja, und zwar sind wir heute in der Challenge, in der F1 Challenge. Wir dürfen ja nichts sehen hier. Jetzt weiß ich nicht, welchen Slot ich bin. Ich wähle einfach mal den... Oh, ich wusste ja nicht, dass es jetzt losgeht. Och Mann, ist das eine gemeine Challenge. Och Mann, das ist ja voll gemein, aber wir holen uns jetzt erstmal hier Holz. Wie ihr schon seht, ist das hier die Challenge. Ich muss hier einfach im F1-Modus, also nicht der F1-Modus, wo wir uns sehen. Ach so, das wäre dann sowieso der F5-Modus. Egal, auf jeden Fall sind wir hier im F1-Modus. Und das ist richtig anstrengend, hier so zu spielen. Vielleicht glauben es mir die Leute, vielleicht... Ja. Du dummes Stück Scheiße. Ja. Der tauscht mich da einfach, diese Missgeburt. Und wenn er das jetzt noch... Du Missgeburt! Du beschissenes Stück Scheiße! Wirklich, ganz ehrlich. Fick dich einfach. Boah, wie ich sowas hasse, ne? Ich hasse sowas, ja. Okay, 30 Sekunden. Dann gucke ich hier nochmal rein. Bitte Diamanten. Aber wenigstens 3 Eisen und einen Bogen. Einen Bogen finde ich ganz geil, dass wir den haben. Slot 7. Dann machen wir uns hier schnell ein Schwert. Zack. Und ein Brustpanzer. Und jetzt weg hier. Nein! Weg hier. Okay, er ist nicht hinter uns. Bogen auf Slot 2, das auf Slot 3. Ich muss mir das jetzt merken. Also ich habe jetzt ein Schwert in der Hand, ja. Zack. Ich habe richtig Angst, aber ich brauche jetzt auch hier noch was zu essen. Im Prinzip ist das jetzt noch eine erweiterte Kein-Tracker-Challenge, weil es bringt sich ja im Prinzip jetzt auch nichts, den Tracker zu benutzen, oder? Oder, ich weiß ja auch nicht. Moment. 1. 73 Blöcke. In welche Richtung? Hier rauf. Okay, gut. Gut, gut, gut. Haben wir Level? Nee, haben wir nicht, aber Switcher haben wir. Oh Mann, ist das... Das ist richtig eine harte Challenge. Leute, das ist so eine harte Challenge. 2. Okay. Das ist richtig hart. Ich weiß jetzt nicht, ob hier jemand ist. Ob das Pferd hier jemand ist. Weil ich auch quasi nicht... Oh nein, jetzt habe ich den Track auch noch hier hoch gemacht. Okay. 120 Blöcke. Renne ich in eine falsche Richtung oder rennt der weg? Ich glaube, der rennt weg. Rennt der weg? Nee, rennt nicht weg. Okay, doch, die da vorne, die bekämpfen sich jetzt. Glaubst du, ich schaffe es mir, ihn zu holen? Ich sehe ihn nämlich ja nicht. Uah, was? Was ist hier los? Der hat ein Dierschwert. Komm her. Ich möchte dich töten. Bitte. Ja! Wir haben ihn im Lauf getötet. Und das... Alter. Alter Schwede. Wir sind einfach die Kings. Wir sind einfach die Kings. Es ist mir jetzt egal, ob ich auch sterben werde, denn ich habe sie getötet. Und das im Lauf. Was ist hier los? Das kann es doch jetzt nicht sein. Ich habe es einfach mal geschafft. Die im Lauf zu töten. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nee, das habt ihr nicht gesehen. Ich muss mir eine Hose machen. Ja. Okay. Was könnte ich mir dann noch machen? Einen Helm. Okay. Zack. Zack. Alter. Und das, Leute. Ich kann ja nicht mal Tab drücken, um zu gucken, wie viele Leute noch hier sind. Weil das geht ja auch nicht im F1-Modus. Das ist ja das Lustige. Nein! Hier hinten ist jemand. Ich drehe mich um und hitte ihn. Er hat uns aber viel besser gehittet. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Die Challenge...
Och Mann, wieso legen wir uns auch mit dem an? Wieso? Der hat ein Dierschwert, warum machen wir das? Hätten wir von den einem das Dierschwert gelootet, dann wäre es vielleicht besser gewesen so. Ich würde sagen, wir sehen uns. Hat der Fox hat mich getötet? Ja, GG. War auf jeden Fall fair. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Ich hoffe mal, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr Glück haben. Und so, ich scroll jetzt hier einfach mal zu dem hier. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen mehr Glück haben und versuchen, dass das jetzt hier so ein bisschen besser klappt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, gut. Wir haben aber nichts Gutes erwischt und das, obwohl wir den Start erwischt haben. Okay. Okay, wir haben ein paar Sachen bekommen, aber nichts Gutes. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach mal hier versuchen, eine ordentliche Runde hinzukriegen. Auch wenn das hier, Leute, versucht das aus. Es würde mich echt sehr interessieren und ich denke auch, dass Simon das interessieren würde, wie ihr eben das so hinbekommt. Und deswegen soll auch das quasi das Format hier sein. Es sollen ja Videoantworten auf die Challenges sein von ihm. Wenn ihr Bock habt und ihr mir da helfen wollt, vielleicht... Ja, ich glaube, er hat es nämlich noch nicht gesehen, dass ich sowas mache. Ihr könnt ja ganz gerne mal ihm schreiben oder ihn einfach mit unten mit Plus umgespielt, das geht ja bei Google, ihn einfach mal markieren. Dann wäre das ganz geil von euch. Hallo, hallo, ich bin jetzt wieder da. Das ist jetzt ein kleines Stück nachkommentiert, weil mein Vater reingekommen ist und er so, Hallöchen, ich hab Erdbeeren. Und dann hat er mich noch so ein paar Sachen gefragt. Ja, auf jeden Fall, Leute, tut mir sehr leid, dass ich da jetzt quasi nichts machen konnte. Einfach, ja. Da muss ich jetzt einfach drüber kommentieren. Und ich mache das lieber jetzt sofort, statt dass ich es dann irgendwann wieder vergesse. Und dann sitze ich einfach nur so da und ihr hört, wie mein Vater und ich reden. Denke ich nicht, dass euch das interessieren würde. Und wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall kommt da jetzt wirklich gleich ein krasser Move. Das seht ihr jetzt dann auch gleich. Da fange ich dann auch bald wieder zu kommentieren an. Auf jeden Fall bin ich da jetzt eigentlich nur rumgelaufen. Ich muss sagen, die Challenge war wirklich, wirklich eine Herausforderung. Also für mich war die Challenge nicht so schlimm wie die zum Beispiel Kein-Tracker-Challenge. Auch wenn man paranoid wird bei der Kein-Tracker-Challenge. Popschutz ordentlich hin. So. Aber ich fand die Challenge irgendwie noch schlimmer, weil du siehst deine Herzen nicht, du siehst deinen Hunger nicht und du siehst den Kompass nicht. Dazu siehst du auch nicht, was du in der Hand hast. Das ist so ein kleines Mischmasch, sage ich mal. So ein kleiner Mix von ganz vielen Challenges, die schon gemacht wurden. Und da muss ich sagen, oh, die Challenge ist richtig fies. So, jetzt sehen wir da unten gleich zwei Leute kämpfen. Genau, die bekämpfen sich da jetzt. Und der hat natürlich da so ein Eisenschwert, eine Dierrüstung und so weiter. Wir gehen runter und ich denke mir so... Ja, egal, YOLO, komm her, bitte bleib stehen. Und der wurde neu geportet, also hatte der keinen Schaden. Ich hatte nur ein Holzschwert, darf man nicht vergessen. Und, glaube ich, noch einen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Blöcke? Okay, 126, gut. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Wir haben ihn einfach getötet. Und das, obwohl er ein Eisenschwert hatte. Und wir... fast gar nichts. Alter Schwede, das war jetzt einfach nur eine krasse Aktion. Mehr kann man da einfach nicht sagen. So, 143 Blöcke, wir müssen in die Richtung. Ich musste da jetzt wahrscheinlich wieder drüber kommentieren, weil einfach mein Vater reingekommen ist. Aber alles halb so schlimm. Ich bin da ja jetzt nicht so, dass ich deswegen gleich die Aufnahme abbreche oder was weiß ich. Schärfe. Stärke. Genau das, was ich... Oh, was geht hier ab? Ich habe hier ein paar geile Sachen bekommen. Aber schnell auf den Kompass gucken. Ich habe meinen Kompass weggeworfen. Ich habe meinen Kompass weggeworfen. Und das, obwohl ich den hier... Oh, hier sind welche. Okay, gut. Okay, gut. Alles halb so schlimm, Leute. Alles halb so schlimm.
Okay, schnell auf den Tracker gucken. Okay, 72 Blöcke, das bedeutet, wir können uns hier jetzt einen Helm machen. Ja, einen Helm. Und hat hier jemand Eisen? Nee. Aber wir haben Potions und das ist geil. Und einen Bogen bräuchte ich auch. So, und jetzt hier schnell gucken. Okay, 107 Blöcke. Haben wir auch was zu essen hier unten? Nope. Dann würde ich sagen, packe ich das hier unten rein. Gut. Wir sind ganz gut dabei. Sag ich jetzt mal so. Wir sind ganz gut dabei. Und dann schon wieder schmeiße ich meinen Tracker weg. Weil wir immer dann geportet werden, wenn ich meinen Tracker in der Hand habe. Und gerade klicke. Gut, wir müssen also in die Richtung. Wir haben ein verzaubertes Schwert, das ist besser als ein Dia-Schwert. Mal schauen, Leute, mal schauen. Ich hoffe, er kommt auf mich zu. 41 Blöcke. Okay. Da hinten ist er. Da hinten muss er irgendwo sein. Ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe ihn noch nicht. Das Schaf könnte er natürlich auch. Ah, jetzt sehe ich ihn. Okay, er hat uns bekommen. Weil wir konnten, glaube ich, nicht mehr sprinten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich konnte nicht mehr sprinten. Ich glaube, wir hätten was essen müssen. Natürlich, er hatte jetzt schon, na gut, er hatte jetzt nicht unbedingt die bessere Ausrüstung, hat uns aber natürlich weggeholt. Und trotzdem würde ich sagen, Leute, das war's. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn euch die Challenge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn euch die Videoantwort gefallen hat. Und ja, zack. So. Hier schon bei Ender Games. So. Und ja. Wie gesagt, Leute, ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Das freut mich auch immer sehr. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.